Hallo meine Lieben. Ja, weiter geht's dann mit meinem Haul bzw. Geschenke-Video von NYX, weil ich habe da ja bei der Reise von NYX einiges auch von der Marke bekommen und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, weil das ist der Wahnsinn. Es ist so cool. Ich habe echt richtig coole Sachen dabei und ich habe sie auch schon zum Teil geswatcht, damit das Ganze jetzt nicht wieder 3 Stunden dauert, weil das vorige Video war ja irre lang. Deswegen war ich diesmal ein bisschen klüger und habe das jetzt vorher schon erledigt. Fange jetzt auch gleich an, und zwar mit einem Nagellack, und zwar dem einzigen. Das ist mein erster NYX-Nagellack und ich muss sagen, ich finde es gar nicht übel. Ich habe mich jetzt hier 2 Schichten verwendet und es ist eben so ein wunderschöner Flieder-lila Rosé-Ton. Also ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und der hat einen total genialen goldenen Schimmer drin. Und das sind jetzt eben 2 Schichten. Ich finde, er deckt dann schon ganz gut. Also er deckt nicht perfekt, aber er deckt gut. Das ist echt eine wunderschöne Farbe, also total cool. Also wenn ihr euch das so vorstellt, ist echt schön. Also, der war dabei und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Farbe heißt. Jetzt muss ich mal gucken. Doch, Golden Lavender, es steht auf alle Fälle drauf. Also es ist eine echt coole Farbe und glitzert so schön. Also die war dabei. Ich kann jetzt leider keine Preise sagen, weil ich die eben nicht ganz weiß, aber das ist auf alle Fälle ein NYX Girls Nail Polish. Ja, gibt es auf alle Fälle bei Douglas, weil ich habe mich da geguckt und da gibt es den. Und ich glaube eben so um die 4 Euro. Bin mir jetzt aber echt nicht sicher. So, dann habe ich bekommen 2 so kleine Eyeshadow-Paletten. Das sind so Dreier-Paletten und zwar diese beiden hier. Ich habe einmal bekommen, haben die jetzt besondere Namen? Ich glaube nicht. Im Endeffekt stehen hinten drauf die Farben. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel diese drei. Frosted Flake, Slate and Luster, wobei das jetzt fast nicht sein kann, dass das nämlich, das ist nicht Luster. Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist, aber das kann fast nicht sein. Also ich habe hier auf alle Fälle Frosted Flake, das ist dieser, ich zeig's euch mal, dieser helle silberne Ton. Dann dieser hier, der heißt Slate, das ist so ein braun, so ein ganz kalter Braunton mit ganz leicht goldigem Schimmer. Und das hier ist eigentlich Iced Mocha. Und deswegen irritiert mich das sehr, dass hier hinten Laster drauf steht. Ich zeige sie euch mal geswatcht. Also das sind die Farben hier. Das ist einmal Frosted Flake, dann dieses Slate. Und in meinen Augen ist das nämlich Iced Mocha. Und ich glaube, das steht auch so bei Douglas drin. Naja, hier steht auf alle Fälle Laster, aber ich glaube es nicht, weil Laster ist nicht auch ein Farbton, den habe ich auch, den habe ich jetzt aber nicht da. Das ist nicht ein grüner Farbton. Und ich bin mir vor allem deswegen so ganz, ganz sicher, dass das nicht Laster sein kann, weil ich Laster nämlich als Extra-Lidschatten habe. Und zwar hier als Mono-Lidschatten. Und der sieht nämlich eigentlich so aus. Also das ist definitiv Laster. Steht auch hier hinten drauf. Deswegen kann ich mir das jetzt fast nicht vorstellen, dass das andere Laster sein soll. Und der sieht nämlich so aus. So ein schöner, sanfter Grünton mit ganz, ganz leichtem Schimmer, den man jetzt aber hier gar nicht gut erkennt. Leider finde ich den persönlich jetzt irgendwie ein bisschen bröselig. Also die Qualität gefällt mir leider von dem Laster, der gefällt mir irgendwie gar nicht gut. Kann sie euch mal zeigen, aber irgendwie muss man den sehr verwischen, weil der so bröselt und dann ist irgendwie die Farbe so ziemlich weg. Also da ging ziemlich an Farbe verloren. Also hier ist noch der Rest sozusagen. Aber das muss ich mal gucken, wie sich auf dem Auge auf einer Base verhält. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wie gesagt, zum Swatchen ist er leider ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen schade. Aber deswegen ist es auf alle Fälle hier Iced Mocha und das ist eigentlich ein wahnsinnig schöner Farbton. Also der gefällt mir irre, irre gut, der hier. Das ist echt eine tolle Farbe. Also das war eben mein eines Dreier-Set. Und dann habe ich noch ein zweites bekommen und zwar mit den Farben. Ich zeige es euch erstmal. Machen wir es doch so. Das sind die Farben, die drin sind. Und so nennen sie sich. Golden Rust und Walnut Bronze. Bronze, irgendwie so ähnlich. Das sind die hier hinten. Das ist eben dieses Golden Rust and Bronze Walnut. Der gefällt mir besonders gut, muss ich sagen. Da freue ich mich schon drauf. Weil das ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Und vor allem passt die auch wirklich gut zu mir, glaube ich. Also die ist echt schön. Dann habe ich die eben bekommen. Also das war echt, ich muss euch sagen, das war wie Weihnachten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ihr da lauter Sachen geschenkt bekommt. Das ist echt, das war der Wahnsinn. Doch echt irre. So. Und dann muss ich jetzt mal ganz kurz dazwischen schmeißen. Und zwar waren wir auf einer Benefit-Party eingeladen von irgendeinem, was war das? Ich glaube, das war von MTV, irgendein Chef, ein ehemaliger oder fragt mich was. Und der hat eine Benefit-Party veranstaltet. Und da wurden wir eingeladen, weil das irgendwie mit NYX in irgendeiner Zusammenarbeit stand. Auf alle Fälle durften wir da hin.
Und da war dann so ein Tisch aufgebaut, wo lauter solche Nyx-Produkte zum Mitnehmen waren. Die durften dann Gäste einfach so in so Säckchen mitnehmen. Und ja, Franzi sieht das und muss natürlich dann auch gleich da mal was mitnehmen. Und ich habe mich echt so dermaßen gefreut, weil da auch noch ein paar, es waren schon die meisten Sachen weg, muss man sagen. Wir waren irgendwie ein bisschen spät dran, glaube ich. Und da waren schon nicht mehr so viel so natürliche Farben da, sondern hauptsächlich noch so richtig knallige Blautöne und also so Sachen. Aber ich habe für mich persönlich noch schöne Farben erwischt, und zwar natürlich natürliche Farben, und die sind richtig schön. Und die haben auch eine ganz tolle Farbabgabe. Ich habe sie schon geswatcht, und zwar Croc zum einen. Das ist so ein, ja, samter, bräunlicher Ton. Also irre schön, so mit goldigem Schimmer drin. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und zum anderen Nutmeg. Ich weiß nicht, wie man spricht. Ich glaube, man spricht so. Das ist dieser hier. Und das ist auch ein Braunton, aber das ist eher so ein rosa Touch-Braunton. So ein bisschen kühler, würde ich jetzt eher sagen. Das ist der hier. Aber auch irre, irre schön. Also die finde ich so toll. Da sieht man die Farbe, glaube ich, ganz gut. Das ist eben so ein leichter rosa-lila Einschlag, sage ich mal. Und geswatcht habe ich die hier. Das sind diese beiden hier. Also das ist dieser Nutmeg, wie der heißt, und das ist Croc. Und die finde ich von der Farbe richtig angenehm. Auch vom Swatchen waren die jetzt richtig sanft zum ja, Swatchen, so ganz ein sanftes, cremiges, pudriges Finish. Der Laster finde ich ist eher, ich glaube, ich würde es als staubig bezeichnen, und deswegen glaube ich, fand ich jetzt beim Swatchen ein bisschen kompliziert. Mal gucken, wie er sich eben aufträgt. Aber da fand ich die beiden jetzt echt irre genial. Also die sind echt cool. Und dann habe ich noch einen mitgenommen, und zwar, den werde ich jetzt aber nicht anlatschen, weil den will ich verlosen, weil das ist ja eigentlich nicht so meine Farbe, die ich tragen würde oder die mir gut steht, vor allem, weil ich blau, blau mit meiner Augenfarbe harmoniert leider gar nicht. Aber ich dachte mir, vielleicht gefällt sie euch, und wenn ja, dann würde ich sie nämlich mal wieder verlosen. Habe ich zwar für euch mitgenommen. Jetzt sieht der so aus, das ist so ein, ja, grünliches Türkis, ein recht helles. Das nennt sich Seafoam Green. Hier. Also ich muss sagen, mein Englisch hat sich mäßig verbessert. Ich glaube, damit ich mal wirklich Englisch lerne, müsste ich ein paar Wochen in New York bleiben. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, aber ihr kennt mein Englischproblem ja. So, dann habe ich da noch drei weitere Teile mitgenommen auf dieser Party, und zwar diese drei Jumbo-Pencils. Und ihr wisst, ich liebe meinen Milk Jumbo-Pencil. Das ist ja mein absolutes Produkt, das ich nicht mehr, ohne den würde ich nicht mehr leben wollen. Das verwende ich ja jeden Tag, das Zeug. Also ich habe das ja immer als Base drauf, damit die Farben eben richtig toll rauskommen. Und ich habe jetzt hier noch drei weiter mitgenommen, weil freue mich total. Am meisten, muss ich sagen, freue ich mich über Iced Mocha. Ja, da habe ich ja den Lidschatten dazu. Und da gibt es auch den Jumbo-Pencil dazu. Der sieht dann so aus. Und geswatcht habe ich ihn hier. Also eine richtig, richtig schöne Farbe. Dann habe ich mitgenommen French Fries. Das ist eher ein dunkleres Braun. Und der ist geswatcht so. Also hier sieht man ihn geswatcht. Der Braunton hier. Also richtig, richtig toll. Und dann eben die Farbe Lime. Das ist der dritte, den ich mir mitgenommen habe. So sieht der aus. Richtig eine tolle Farbe. Und hier habe ich ihn geswatcht, und der leuchtet richtig. Seht ihr, wie der leuchtet? Das ist ein richtig toller grüner, schimmernder Ton, also echt irre. Also die freuen mich total, die drei Schätze. Ja, die waren auch noch. Und dann habe ich noch eben in meinem Päckchen von NYX, das ich mir geschenkt bekommen habe, habe ich noch zwei Lippensachen drin gehabt. Also eigentlich dachte ich, ich hätte noch so eine Lippenfarbe gehabt, aber die finde ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich die verloren habe oder irgendwie, keine Ahnung. Auf alle Fälle hatte ich eigentlich noch eine zweite Farbe, und zwar von diesen hier. Und die sind echt cool. Schmeiße ich meinen Zirkel runter. Und zwar sind das die Extreme Lip Cream. Und die sind echt genial. Also das ist richtig langanhaltende Farbe für mich. Also ich habe den anderen ja schon getragen gehabt. Also den jetzt noch nicht. Aber die halten richtig, richtig lange. Also ich war echt begeistert, muss ich sagen. Schmecken, glaube ich, tun sie jetzt nicht so gut. Mal gucken. Nee, ich glaube, der Geruch, der war jetzt nicht so meins. Einfach ein bisschen so nach Kosmetik, aber haben jetzt keinen leckeren Geruch oder so. Und das hier ist die Farbe Nude Peach Fuss, wie auch immer, dieser hier. Und das ist so ein, würde ich sagen, ein bisschen Babyrosa, aber mit leichten
Terra-Einschlag, also Terracotta-Einschlag, so ganz leicht. Und der andere, den ich hatte, den finde ich eigentlich schöner und den finde ich jetzt gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, ich finde ihn wieder. Das wäre echt schade sonst, weil der ist echt mehr mein Fall. Das ist mehr so peachig, also mehr so in die pfirsich-warme Richtung. Und der ist eher ein bisschen kühl und ein bisschen zu hell für mich. Aber wie gesagt, die sind echt nicht schlecht. Also muss ich sagen, erster Eindruck, gut, bestanden. Und sau cool finde ich das hier. Und zwar sind das NYX Color Lip Balm. Und das ist die Farbe Merci. Und das ist total cool. Das ist also ein Lip Balsam mit Farbe. Und der knallt hier mal richtig. Und ich muss sagen, umhandhub mich der Geruch. Und zwar riechen die haargenau wie so ein Lipbalm, den ich als Kind mal von meiner Tante bekommen habe. Den hat sie mir irgendwie aus dem Urlaub mitgebracht. Und der hat genauso gerochen, so Kirsch, Himbeer, süß, fruchtig. Ha! Oder ein bisschen so Huba-Buba sogar, so in die Richtung, also so Kirsch-Huba-Buba. Und genau so riechen die und schmecken die. Und ich habe das als Kind immer, ne? Hat gut geschmeckt, aber auf alle Fälle erinnern die mich total dran. Das ist voll Kindheitserinnerung. Und ich swatch ihn euch mal, weil der hat nämlich eine richtige Farbe, muss man dazu sagen. Es ist nicht nur ein Lip Balm, sondern auch eine richtige Bäm-Farbe, wie ihr hier sehen könnt. Haut der voll rein. Mal gucken, ich habe zwar jetzt was drauf, aber. Also ich habe ihn jetzt mal rüber geschmiert. Und ich finde die Farbe auch echt cool. Also, den finde ich auch total klasse. Also, schön shiny und schmeckt gut. Also das finde ich auch cool. So, und jetzt zu meinem persönlichen absoluten Highlight. Also man denkt ja, es geht nicht noch mehr, aber NYX hat es wieder mal geschafft. Also ich muss wirklich sagen, ich bedanke mich und ich bin auch echt platt, muss ich sagen, was ich da alles bekommen habe, weil das geht echt nicht. Aber ich bedanke mich und zwar habe ich noch bekommen eine NYX Butt Naked Eyes Palette. Die ist, glaube ich, total neu. Also die gibt es jetzt seit kurzem erst zu kaufen. Ich glaube, die kosten 29 €, soweit ich das weiß. Und das ist echt ein cooles Ding, muss ich sagen. Also ich habe die jetzt schon echt, seitdem ich sie habe, echt oft hergenommen. Also hier oben, muss man gucken, gut aufgeregt, haben wir Lidschatten. Und zwar diese Farben hier. Also ich finde, die Farben kommen gerade wahnsinnig gut rüber. Also so sind die Farbtöne. Ihr seht oben hier im Eck diesen lila glitzernden, richtig bunten Glitzer. Dann so ein gräulich, hier unten so ganz viele Nude-Helltöne. Dann hier so ein bräunlicher Beige-Ton mit leicht Schimmer. Also schimmern tun, glaube ich, nur der hier, der hier, der hier, der hier und der hier. Die anderen, warte mal, oder? Ja, genau, der noch ganz, ganz leicht. Die anderen sind alle matt. Besonders muss ich sagen, gefällt mir der hier, der hier und der hier. Das sind meine Lieblinge und der ist auch total super zum Verblenden. Diese ganzen hellen Töne hier unten, muss ich sagen, hätte ich nicht gebraucht. Finde ich ein bisschen schade, dass da so viele so helle Töne drin sind, die einfach nur matt sind. Ich hätte sie mir eher ein bisschen noch mit mehr Effekten gewünscht. Also hier ist eben nur matt in verschiedenen Farben. Wobei der schimmert sogar ganz leicht. Das ist. Mal gucken, ob ich immer swatchen kann. Der hat so ein bisschen so einen pearligen Schimmer, würde ich jetzt sagen. Also ich swatch euch mal einfach mal schnell die Farben, aber nur auf dem Finger, weil sonst dauert das wieder ewig. Damit ihr die mal seht. Also das sind jetzt die ganzen oberen Töne. Also so ein Rosé. Der hat ganz, ganz minimal Glitzerflimmer drin. Der ist ganz matt. Das ist dieser weiße, der so leicht pearlig ist. Und dann hier der Zeigefinger. Das ist auch eine ganz schöne natürliche Farbe und auch leicht mit Schimmer. Dann hier im Eck ist nur so ein Beige-Ton, den werde ich euch nicht swatchen, weil das ist einfach nur wie der weiße, nur ein bisschen beige-touchiger. Dann, also das muss ich sagen, ist eine besonders schöne Reihe. Also da hier mal so einen bräunlichen Farbton, so ein bisschen matschig. Dann hier, also mein absoluter Favorit, muss ich sagen. Also ganz eine tolle, schöne silbergraue Farbe, so ein bisschen lila-stichig. Also hat einen ganz leichten Touch ins Lilafarben, ne? Also hier am Mittelfinger würde ich sagen, ein Dupe zu Sleek, so ein leichtes. Das ist so ein Rosé-Goldton. Leider kommt es jetzt nicht so ganz goldig rüber. Also müsste es ein bisschen mehr Gold vorstellen. Und dann hier im Zeigefinger nochmal ein, glaube ich, matter, genau, ein matter, oder ist das überhaupt matt? Ne, der hat auch einen leichten Schimmer. Also oft haben die so einen ganz leicht samtigen Schimmer nur. Also ich muss sagen, so ganz dezent. Das kommt immer gar nicht so gut rüber. Vielleicht seht ihr das hier noch? Ganz dezent. Habe ich voll das Gemansch am Finger. Jetzt kommen so ein bisschen die dunkleren Töne. Also hier haben wir ein Grau in Matt. Dann dieses Lila mit diesen wunderschönen verschiedenen Glitzerpartikeln.
Dann hier ein dunkles Braun in Matt und ein Schwarz auch matt. Also das Braun, muss ich sagen, finde ich auch total gut für die Augenbrauen. Das habe ich jetzt auch schon verwendet. Das war so ein Tipp von der Diana. Das wirkt wirklich, also bei mir, ich kann diesen dunklen Ton super verwenden für meine Augenbrauen, den hier. Und sie meinte, für Blonde ist es ganz toll, die beiden zu mischen. Also finde ich echt eine wunderbare Idee und habe ich gleich mal auch gemacht, weil ich es echt klasse finde. So, und jetzt die letzten beiden Farben. Also den hier mag ich auch besonders gerne. Es ist eben so ein bräunlicher Taubton, würde ich sagen. Und das ist so ein richtig schönes Silber. Also im Großen und Ganzen, also im ersten Augenblick dachte ich mir, oh je, lauter so sehr, 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 ja, nicht besondere Farben. Weil ich weiß nicht, ob ihr es inzwischen wisst. Also die Farben sind hier gerade irgendwie schlecht im Licht. Ich mag eigentlich immer lieber die besonderen Farbtöne. Also es sind ein paar besondere drin. Auf alle Fälle würde ich sagen, die beiden mittleren sind ganz, ganz toll. Und der lilafarbene, ne? Und die anderen sind alle eher so ganz natürlich. Aber das ist auch das Thema, würde ich sagen, weil das Ding heißt ja auch Butt Naked. Also von daher muss man auch davon ausgehen, dass man auch sich nackt schminkt. Mensch, Mann. Aber jetzt, wo ich sie ein bisschen länger getestet habe, finde ich auch, dass da echt einige Schätze dabei sind. Und auch für so einfach zum Mitnehmen, da hat man einfach dann eine schöne Sammlung dabei. Und das Beste kommt nämlich jetzt. Und zwar kann man hier unten aufmachen. Und hier liegen versteckt meine totalen Highlights. Und zwar wunderschöne Bronzer, Rouges und Highlighter. Und zwar diese hier. Und ich muss sagen, ich finde die so cool. Also ich liebe diesen hier zum Konturieren, diesen zum Highlighten und momentan mag ich besonders gern diesen als Blush oder auch diesen hier. Wobei der ist auch so schön, der glitzert so ganz toll. Also da muss ich sagen, haben sie echt sich was ausgedacht, weil das finde ich mal Oberwahnsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Absolute Klasse. Ah. Deswegen muss ich sagen, also die hat es den Preis auch verdient. Und das Licht nervt mich langsam richtig. Jetzt muss ich mal meine Kamera drehen. Also ich glaube, das Licht wird dort nicht besser. Die ist echt cool. Also, dann nochmal die Infos. Also wer noch mehr wissen will, macht einfach Pause. Aber die, muss ich sagen, hat sich echt gelohnt bei mir. Also ich nehme die richtig, richtig gern her. Obwohl ich am Anfang dachte, wo ich sie auch bei dir an einem Video gesehen habe, dachte ich mir, ah ja, gut, neue Palette. Hat mich nicht wirklich gereizt irgendwie. Und jetzt, wo ich sie habe, finde ich sie echt klasse. Vor allem diese Blushes unten drin. Also die da. Also ich bedanke mich wirklich ganz fest. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen irgendwie was zeigen konnte, dass ihr das mal auch nochmal genauer gesehen habt, diese ganzen Produkte. Also ich habe, glaube ich, jetzt einige Produkte dazu bekommen, die ich jetzt wieder lieben werde. Und ja, toll einfach. Übrigens, man sagt ja in Deutschland NYX. Ich werde es nie kapieren. Nee. Also ich habe jetzt auch in England oder in Amerika durfte ich auch nix sagen, weil nämlich da drüben sagen sie auch nix. Nur in Deutschland dürfen wir dieses, oder dürfen wir dürfen eigentlich alles, aber in Deutschland sagt man ja eigentlich NYX und in Amerika heißt es aber eigentlich nix. Und deswegen, ich glaube, ich werde mir dieses nix nie ausreden können und deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ständig nix sag und nicht NYX, aber jeder für sich und wir User sozusagen, wir Nutzer dürfen wir, wie wir wollen. So. Und jetzt war es das auch schon. Ich bedanke mich sehr ganz herzlich und hoffe, euch hat dann mein kleiner NYX-Haul, jetzt habe ich es sogar mal richtig, hat euch gefallen und ja, ich konnte euch vielleicht auch ein paar Anregungen geben, was es so gibt, weil ich habe ja selber eigentlich bis auf meinen Jumbo-Pencil und meine Pigmente eigentlich so gut wie nix von der Marke. Nix von nix. Und deswegen, ja, naja, vielleicht habt ihr das jetzt auch ganz interessant gefunden. Würde mich jedenfalls freuen. Jetzt habe ich noch einen ganz kleinen hinten Anhang und zwar habe ich eine Frage an euch. Ich habe ja mit dieser Kamera, das ist die Lumix, wie auch immer, was ihr über die kennt. HD, was steht da unten? Und zwar diese hier. Mit der habe ich jetzt in New York gefilmt. Und zwar gehört die mein Vater und ich habe mir die jetzt ausgeliehen. Jetzt wollte ich mal fragen, wie ihr die Qualität denn so gefunden habt oder ob ich vielleicht mal überlegen soll, ich vielleicht mache ich das jetzt auch mal, dass ich mal ein Video mit der drehe. Ich habe nur leider kein Stativ, deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen schwer getan. Wie fandet ihr die Qualität von der Kamera? Aber vielleicht überlege ich mir dann, die mal zu holen als Ersatz für meine Webcam, weil das ist ja kein Dauerzustand, das ist einfach blöd. Aber wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ihr die kennt, was ihr davon halten würdet, wie die Qualität in meinem New York-Video fandet, also meinem New York-Reisebericht.
Weil da habe ich eben nur mit der gefilmt. Also das könnt ihr mir mal, wenn ihr wollt, mitteilen. Würde ich mich selber freuen, was ihr davon haltet, einfach mal zu erfahren. Und jetzt ist wirklich gut. Ich würde sagen, das Licht wird immer schlechter und ich verabschiede mich hiermit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!